Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Motofuzzi. Ja, heute sind wir hier mal ganz woanders und wir werden aber diesmal trotzdem ein Dreirad testen. Und zwar diesmal die Cessna C172 mit Aspen Avionics. Und dann schauen wir mal, wie die sich so fährt, fliegt. Alrighty. So before starting engine checklist. Alright. Pre-flight inspection complete. Seat belt, shoulder harnesses adjusted. The door is closed. Battery on. Okay. We have all the instruments we need here displayed. We're gonna put our beacon lights on. And we're gonna set up the engine master to up. We're gonna wait for the glow light to extinguish once it appears. Oh, for the diesel? Yes. All right, so we have the glow. All right, libre. And we can start the engine now. All right. We have oil pressure on green. Our temperatures are rising. And everything else is on green, so we're gonna do a little battery and alternator check. We're gonna keep the battery down, right? And alternator. So alternator supplying energy from the engine to yes. The battery. Yes. Very good. And should always be on. Always be on. We check again. Everything is on green. And the voltmeter down here is also a green. Alright, so we can turn on the radios now. EFD is the primary, yeah. Ah, primary flight display. And MFD is? Just for the other one. Ah, the secondary. So you have to set the transponder code? Ah, you have to put it. After that, 600 feet, we're gonna turn right side heading
feet, and we're gonna go to towards the shore or 1,000 feet. Heading to Nerham, and then we're gonna do a couple maneuvers there. We're gonna go and check the beaches. We're gonna just fly and have a little fun. You can fly yourself then. Just hold the arm. Thank you.
noch mal eine kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wir sind jetzt hier an der Tankstelle und fassen noch ein bisschen Sprit. Wir sind dann noch früh am Morgen. Naja, so früh ist es jetzt auch nicht mehr, aber für die nächsten Flüge machen die dann meist den Tank voll. Und ja, wir mussten hier ungefähr eine halbe Stunde in der Schlange stehen, weil alle tanken wollten. Und jetzt macht der Tankwart das gleich alles voll, hier die beiden Tanks in den Tragflächen. Und dann ist mein Tag hier erstmal beendet als Co-Pilot sozusagen. Wie gesagt, das war erstmal alles hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Motofuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.